Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shakes and Fidget. Jawohl, es ist wieder Plauderrunde, meine Freunde. Und heute gibt es leider gar nicht mal so viel zu plaudern eigentlich. Erstmal zu Shakes und Co. Wir sind gerade in der. Was ist eigentlich gerade los? Epische Woche, genau. Das heißt, wir kriegen eher epische Gegenstände. Und so, schmeißen wir mal eben kurz in eine Quest rein. Hier, Kazam. Pilz, Deals und so, bla bla, das übliche halt. Mal kurz hier eins einsammeln, da wird noch gebaut. Können wir irgendwann verprügeln gehen? Nö. Aber wir könnten, bevor wir hier loslegen, noch mal kurz in die Dungeons reingucken. Da war ich nämlich schon eine Weile nicht mehr. Einmal hier. Das war knapp. Oh, was? Oh, nice! Direkt mal was Gutes gekriegt. Das ist doch richtig geil. So, du kommst weg. Was ist das? Heute ist episches Wochenende. Die Chance, einen epischen Gegenstand zu finden, ist heute erhöht. Auch hier im Shop. Das ist schön. So, was ist das? Das ist das. Okay, da fehlt dann Intelligenz ein bisschen. Kazam. Das kommt weg. Das kommt weg. Intelligenz. Intelligenz. Nehmen wir den kleinen Stein zuerst. Hopp. Prima. 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 So, El Dungeon. Das schaffe ich, denke ich, nicht. Aber hier hinten können wir nochmal weiter gucken. Das böse Kaninchen. Jawohl, das ist noch nicht ganz so gut, leider. Nochmal eine Stufe. Bandit. Halsabschneider. Schade. So, dann noch hier hinten. Was haben wir hier? Oh, eine Echse. Schlitzerechse. Cooler Tempel. Oh, was ist das? Alles nur kein In- und Ausdauer. Das ist natürlich traurig. War das knapp? Es geht. Versuchen wir noch mal einen. Brüllraptor. Oh Mann. Schade. Gut. Okay. Dann verkaufen wir kurz unser Schlusszeug. So, zack, hier. Ich habe jetzt übrigens die Hexe. Ich weiß noch gar nicht genau, was sie tut. Ich glaub, man kann Sachen verzaubern, aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme, weil hier nämlich alles voll im Weg ist. Das ist ein bisschen blöd. Kann ich es auch wieder wegtun? Ach da, gut. Also was ist das? Fußstiefel. Soll ein Schuhwerk, um die Reisezeit bei Abenteuern zu verkürzen? Interessant. Waffe, um Schaden, kritisch Treffer. Aha. Ring, um bei Abenteuern zusätzliches Gold zu finden. Aha. Zaubert Amulett, um bei Abenteurern öfter mal Gegenstände am Wegesrand zu finden. Okay. Verzaubert deinen Brustpanzer, um bei Abenteuern öfter mal einen Pilz zu finden. Das ist doch alles sehr nice. Auf jeden Fall würde ich das gerne tun. Habe ich gestern, glaube ich, noch neue gekriegt. Was will der denn haben? Ach so. In 7 Minuten? Am 1.2. Ach so, morgen. Morgen um 0.07 Uhr. Okay, ich verstehe. So, aber das können wir uns sicherlich genau. Minus 30 Sekunden, das ist gar nicht mal so schlecht. Können wir eigentlich alles nehmen, oder? Ist jetzt nicht sonderlich teuer. Ziemlich, ziemlich geil. Sehr cool. Ist echt super witzig. Haha. Das mag ich. Geil. Das ist sehr cool. Oh, herrlich. Okay. Was sonst noch? Achso, wieder auf Abenteuer gehen natürlich. Wie stieß? Wir können mal kurz im Zauberladen gucken, aber verdammt nochmal ordentlich einen Trank kriegen. Blau, gelb. Mist hier. Grün. Können wir horten hier? Horten hört ein. Nee, horten hört häusliche Gewalt. Was brauchen wir mal? Lila. Lila. Bäm. Okay. Fertig. Weitermachen. Ich habe immer noch nicht meine letzte scheiß Scherbe gefunden. Das ist so gemein. Das ist furchtbar gemein ist das. Hier, go. Ah, da muss ich das mal für Frust einen Schluck trinken. Prost. Sehr schön. Oh Mann. Okay. Was gibt's zu erzählen? Gute Frage. Wir hatten heute Mittag unseren, also was heißt unseren, also den 24-Stunden-Stream von Dadokart Liquid und Dadosh fertiggestellt, was sehr, sehr witzig war.
Wir haben echt von Samstag 12 Uhr bis ja, heute 13 Uhr durchgestreamt. Mit einer kurzen Unterbrechung, weil wir bei Liquid nicht ordentlich spielen konnten. Da mussten wir einmal kurz zu uns umziehen. Und haben hier weitergespielt. Das war ein super witziger Stream, hat mega Spaß gemacht. Ich habe zwar nur von der Seite quasi zugeguckt und angefeuert und geholfen, aber trotzdem mega witzig, weil wir haben im Hintergrund aber noch Mario Party gespielt und Mario Kart und ach, das ist einfach super witzig. Und dann auch so schön den Stream geguckt und einfach, also ich glaube, der allerbeste Teil des Streams war definitiv das Boogeyman 2 Horrorspiel, das Dadosh gespielt hat. Das war so witzig, der Junge kam gar nicht mehr klar. Ist nur noch erschrocken die ganze Zeit. Das war klasse. Das war echt super witzig. Und ich muss sagen, wir haben eigentlich ganz gut durchgehalten. Wir haben uns nur, glaube ich, kurz mal hingelegt für 2, 3 Stunden und es hat auch schon gereicht. Und ja, wir haben durchgehalten. Und ich bin auch immer noch fit. Ich habe mich bis jetzt noch nicht wieder hingelegt. Aber das sicherlich gleich mal ein Mittagsschläfchen machen. Ja. Ich werde auch nicht jünger, meine Freunde. Gott, ich bin so alt geworden. Das ist der Wahnsinn, ehrlich. Oh Mann. Ja. Das dazu. Ich hoffe natürlich, dass die ganzen coolen kleinen Highlights noch hochgeladen werden. Das wäre ziemlich geil, weil das nochmal zu gucken, wäre echt witzig. Und ja. So viel dazu. Projekttechnisch gibt es, glaube ich, gerade nicht ganz so viel zu sagen. Minecraft geht so weiter, wie es bis jetzt ist, mit den drei verschiedenen Modpacks, die wir gerade haben. Ansonsten andere Spiele. Ich glaube, es gibt bald gibt es ein Update für Slime Rancher. Da gibt es eine neue Area. Es gibt, ich schätze mal, in der ersten oder zweiten Februarwoche ein neues großes Update für 7 Days to Die. Da freue ich mich sehr drauf mit besseren und smootheren Terrain. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das dann aussieht in echt. Also weniger Zacken, mehr ja Rundungen, würde ich mal so sagen. Die Bilder sehen schon ziemlich geil aus. Ich bin auch auf die Wasserverbesserung gespannt, weil Wasser ist zwar schon gut im Ansatz, aber in der Ausführung noch mangelhaft. Definitiv, es sieht immer noch mega scheiße aus, wenn es sich bewegt. Und Stonehearth sollte ich bald mal wieder anfangen. Da gibt es nämlich auch, wir sind in der Alpha, was finde ich sogar schon, Alpha 14? Ich glaube schon. Wie gesagt, 7 Days to Die ist auch auf dem Weg zu Alpha 14, lustigerweise. Das ist eigentlich echt witzig, dass Stonehearth 7 Days to Die eingeholt hat mit den Updates, was aber auch gut ist. Ich finde Update-Battles vollkommen in Ordnung, wenn es um den Fortschritt des Spiels geht. Das ist wunderbar. Und ja, Stonehearth, da gibt es den Kräuterhexe quasi. Auch was für mich, der unsere Haarlinge heilt, weil die nicht mehr von alleine richtig hoch heilen. Der macht dann Heiltränke und so. Und die Gegner wurden auch ein bisschen verändert. Und ja, alles andere seht ihr dann, wenn es soweit ist. Und ja, soweit dazu. Was ist eigentlich noch? Was habe ich noch so im Petto? Ich weiß gar nicht. Bald kommt noch ein Update für Shopkeep, für mehr Gegenstände und mehr Tierklassen. Ich weiß es gar nicht. Was hatten die geschrieben? Keine Ahnung. Irgendwas in der Art. Auf jeden Fall. Es kommen ganz viele Updates. Die Leute sind fleißig. Das finde ich super. Und ja, ich versuche auch so gut wie möglich fleißig zu sein. Ich habe ja noch meine ganzen Uni-Projekte, die ich noch damit durchziehen muss. Ich habe noch privat einige Projekte. Ich arbeite fleißig an einem T-Shirt für uns, was nicht so einfach ist, weil es nämlich ja, schwierig ist für mich, das so hinzukriegen, dass ich es auch gut finde. Und es wird auch ein bisschen Arbeit ja, beinhalten, aber ich kriege das schon irgendwie hin. Ansonsten, ja, läuft es ganz gut. Ich arbeite gerade, ich habe immer zwischendurch so lustige kleine Spieleideen, wo ich dann die Konzepte dazu ausarbeite. Da bin ich gerade an einem zweiten, quasi zweite Spieleidee dran. Natürlich ist die Spieleidee sehr weit entfernt von Umsetzung, weil als Einzelperson kann ich es sowieso nicht machen. Ich kann zwar 2D, 3D, aber Programming ist absolut nicht meins. Das, ne, da endet es bei mir. Und ich habe auch ehrlich gesagt weder Elan noch Zeit, mich da gerade reinzuarbeiten und Programmiersprachen zu lernen. Das ist blöd. Ja, aber naja,
ist doch nicht so schlimm. Ich kann zumindest jetzt übungstechnisch auf jeden Fall dazu ganz viel Concept Arts machen, weil wir ja gerade sowieso einen Unterricht hatten und da schon so einiges abging und ich schon echt viel gelernt habe. Und wer interessiert ist an irgendwelchen ja, künstlerischen Arbeiten von mir, der kann mir auf jeden Fall auf Twitter und Instagram folgen. Da poste ich meistens alles, was auch mit Kreativität und Art, Kunst und so weiter zu tun hat. Ansonsten für die advancederen Leute unter euch, ja, könnt ihr euch gerne auch meine Sachen bei DeviantArt angucken. Da wird eigentlich auch immer sehr viel hochgeladen. In höherer Qualität, also in höherer Auflösung, falls ihr euch das näher angucken wollt oder so, keine Ahnung. Ansonsten kann ich, wie gesagt, Instagram immer empfehlen und Twitter. Ja. Und ich würde sagen, das war's auch schon für diese Folge. Es ist schon wieder Sonntag. Ich glaube, ich habe heute gedacht so, scheiße, es ist schon wieder Sonntag. Ich muss Shakes and Fidget aufnehmen. Ich kacke. Das letzte Mal kam mir vor, als wenn es erst vor 2 Tagen gewesen wäre, dass ich es aufgenommen habe. Aber ist schon eine Woche her. Die Wochen fliegen. Oh mein Gott, es ist doch schon wieder so gut wie Februar. Wow. Krass. Holy moly. Nun ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und bis dahin. Ciao, ciao.